Hallo, willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar möchte ich morgen Abend und vielleicht auch häufiger, je nachdem, wie viel Spaß das macht und wie viele Leute sich melden, eine Flottenoperation in EVE Online durchführen. Jeder ist willkommen, ich meine wirklich jeder. Also, wenn ihr erfahren seid, natürlich super gerne auch. Aber auch jeder, der das Spiel noch nicht hat oder ganz neu ist, ne? Also, wenn ihr das Spiel jetzt noch nicht habt, dann habt Lust, einfach mal spontan da mitzumachen. Es ist free to play, könnt ihr einfach installieren. Das Raumschiff für die Flottenoperation morgen würde ich euch zur Not stellen aus meinen eigenen Beständen. Ja, rechnet damit, dass ihr dabei drauf geht, wahrscheinlich. Also, dass wahrscheinlich die Hälfte von uns bei drauf geht. Aber in jedem Fall wird es Spaß machen. Also, wenn ihr auch Bock darauf habt, könnt ihr euch auch unten bei mir, ich habe da so einen Link, könnt ihr euch anmelden. Dann kriegt ihr auch nochmal mehr Skillpointe beim ersten Account. Und ich kriege auch, glaube ich, auch eine Belohnung. Ich weiß nicht, wie das bei denen läuft, genau. Auf jeden Fall stelle ich euch das Raumschiff dann danach. Und dann könnt ihr da mitmachen. Also, jeder ist willkommen. Ich meine wirklich jeder. Nur nicht einfach ne, eine Stunde vorher downloaden, sondern vielleicht mal 2 Stunden vorher downloaden und mal kurz ein bisschen rumfliegen, wenn ihr die Knöpfe findet. So, was machen wir denn morgen? Wir sammeln Cash-Cows ein, diese Viecher hier, ja? Also im Kern machen wir Jump-Gate-Camping, ja? Also wir sind Pirat, könnte man sagen, ob das ein böser Ausdruck ist. Also ich würde eher sagen, dass wir die Jump-Gate-Lane besteuern, ja? Das wäre eher so, was ich sagen würde. Aber ich glaube, der Fachjargon ist, wir sind Piraten dann, wenn wir das machen. Also was machen wir denn? Folgendes Projekt. Es gibt, das ist ein Ausdruck aus der Sternkarte. Also wir machen es sicher morgen nicht da. Ich melde das jetzt vorher nicht an, wo wir zu finden sind. Ich bin ja nicht blöd. Also wir würden uns so ein System raussuchen. Also es gibt Highsec und Lowsec. Ne? Ich erkläre es euch auch mal für Anfänger von vorne alles. Also die Highsec sind ab 0,5 Punkte. Wenn ihr da jemanden angreift, einen Händler, ein Mining-Schiff oder irgendwas, den ausrauben wollt, dann kommt die Raumpolizei und knallt euch ab, ja? Seid ihr tot, das wird noch KI gesteuert, sogenannte Concorde. Das heißt, ihr wollt ein System haben, was unter 0,5 Punkte ist, ne? Das ist Low-Sec sogenanntes, 0,3 zum Beispiel. Also wir würden was nehmen, hier ist ein High-Sec-Cluster und hier ist ein High-Sec-Cluster, das heißt, es gibt dann viele Händler, die immer da hin und her fliegen zum Beispiel. Und die würden wir halt, wenn ich zum Beispiel von hier dahin jumpen nach Beke und vom Beke dann eben dahin jumpen wollen, die würden wir halt hier abfangen in diesem System, weil was da können wir, da keine Raumpolizei ist, okay? Das wäre der Plan. Es gibt öfter solche Bottleneck-Dinger. So, ich fange mal vielleicht direkt an für die Leute, die sagen, oh, da haben wir ja vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil wir fangen nämlich alles ab. Ich will jedes Schiff, was da durchkommt, abfangen. Mir ist völlig egal, ob es ein Schlachtkreuzer ist oder ein Noob in seiner ersten Fregatte. Ich sage es aber direkt dazu. Also, wenn wir Anfänger erwischen, ich gucke mal die Piloten an, also neue Accounts, ja, die haben die erst 2, 3 Monate meinetwegen. Wir werden die natürlich trotzdem ausrauben, abknallen und töten und vierteilen das Ganze. Aber ich werde ihm danach aus unseren Gewinnen, werde ich ihm den Schaden wieder ersetzen. Wir wollen keine Noobs vergraulen. Ne? Also wir geben ihm auch ein paar Tipps mit, sagen ihm dann, warum der erwischt wurde, wie man auf der Webseite das sehen kann, dass das gekämpft wurde, das Geld, was er vielleicht hätte machen können, um das besser zu machen, ne? Dass er nicht gestorben wäre, bla bla bla. Also wir werden Noobs aus den Gewinnen bezahlen. Also Noobs, die wir abknallen, die werden erstattet von uns. Ja? Das geht vom Gewinn alles ab. Das andere ist, wir werden zu jedem freundlich und höflich sein. Ja, nur wir Piraten sind, müssen wir uns nicht wie Assis verhalten. Das gehört einfach zum Spiel. Das gehört ja damit da rein, dass man Piraterie betreibt. Sonst wird die Wirtschaft auch gar nicht funktionieren im Spiel. Also wir werden zu jedem freundlich und höflich sein, die wir ausrauben. So, auch wenn die salty sind und so weiter. Genau, und was machen wir? Also wir werden jeden stoppen, der da durchgeht. Also mir ist egal, ob das das Schlachtschiff ist, was gerade zu seinem PvP fliegt. Mir ist egal, ob das der Noob in der Fregatte ist, der keine Ahnung hat, wohin geflogen ist. Ob das der Explorer ist. Ob das das Mining-Schiff ist, was dachte, das gibt es vielleicht im Low-Sec bessere Mining-Geschichten. Oder ob das ein Hauler ist. Oder jemand ist, der irgendwie aus einer berühmten Allianz ist und Corporation ist und dann eben seine 1000 Buddies holt, die uns aus dem Universum blasen. Ja? Das ist mir völlig egal. Wir werden jeden am Jumpgate ausrauben. Jeden, ja. Wir diskriminieren da nicht. So, wie funktioniert die ganze Geschichte jetzt? Und zwar folgendes, also das ist wahrscheinlich, was ich jetzt hier vorschlage, ein bisschen sehr Lehrbuch und ein bisschen übertrieben. Ich glaube, also was ich halt erlebt habe und was ich lese und wo ich früher 5 Jahren mal einmal mitgemacht habe selber, bei diesen Piratenaktionen ist eigentlich eher so, dass sich halt eine Gruppe von irgendwie 3 bis 5 Piloten ans Tor stellt. Wenn er vorbeikommt, wird er festgehalten und abgeknallt. Wir machen das aber nach Lehrbuch. Ich mag halt gerne, das eine ordentliche Operation draus zu machen. So, also die Cash Cow, was immer das auch für ein Schiff ist, kommt auf der rechten Seite des Systems, das ist Jump Gate. Also das rechte Seite des Systems vom Jump Gate ist quasi, sagen wir mal, hier vorne. Das wäre Paschanei zum Beispiel, ein Highsec. Und wenn das in Jump Gate geht, kommt das in Beke an im Lowsec. Das wäre dann links hier vorne, okay? Und das hier dann 0 Kilometer hier vorne am Jump Gate direkt. So, das heißt also, der kommt hier vorne an. Dann ist der in der ersten Reihe steht dann ein sogenannter Bumper. Also erstmal muss vorne einer stehen am Jump Gate innerhalb von 2500 Meter, damit er seine Tarnvorrichtung nicht mehr aktivieren kann, weil Tarnvorrichtung, also Cloaks in dem Spiel,
die deaktivieren sich, wenn jemand 2500 Meter oder näher ist. Ja? Also der kommt zwar unsichtbar da rein, aber der kann sich nicht unsichtbar wieder machen, wenn halt da vorne einer steht. Das andere ist, es gibt halt viele, die mit dem Micro-Warp-Drive schnell in eine Richtung fliegen wollen, um zu entkommen, und dann schnell warpen wollen in diese Richtung. Um das zu umgehen, haben wir den sogenannten Bumper, den sein Auftrag ist, den einfach anzurempeln. Also ihr rammt den, deswegen heißt der Bumper, ja. Ihr rammt den einfach. Das kann wirklich jeder Trottel machen. Dann gibt es einen Klick, der auf 0 Kilometer ranfliegt, dann wird er gerammt. Und das verhindert, dass der alignen kann, um zu warpen, ja. Das heißt also, damit verhindern wir, dass der halt schnell abhaut. Wenn der ihr könnt jetzt zum Beispiel elektronische Maßnahmen haben, damit die zweite Reihe, Scrambler und Webber hier vorne, nicht schnell genug funktioniert. Ne? Die müssen den ja vorher anlocken, das Ziel. Deswegen ist der Bumper da, der ihn schnell anlockt und rammt, okay? So, also das ist das Erste, der Bumper, damit er nicht wegjumpt, weil sie Mist bauen. Die nächste Reihe wäre dann die Scrambler und Webber hier vorne. Also ein Scrambler ist jemand, der verhindert, dass er Jump Gate wieder aktivieren kann, um zu fliehen oder überhaupt zu jumpen in jede Richtung. Ne? Das ist ein sogenannter Scrambler. Und der Webber, das ist jemand, der das Schiff langsam macht. Der reduziert seine Geschwindigkeit, dass er nicht einfach wegdüsen kann. Weil er könnte ja, wenn er schnell genug ist, zum Beispiel abdüsen aus der Reichweite des Scramblers raus. Ja? Je nachdem, was das für ein Schiff ist. Also für einen Hauler ist es unwahrscheinlich, dass wir einen Webber brauchen. Aber da kommen ja auch andere Schiffe. Ich will ja jeden haben. Ne? Also wenn ein super schneller Interceptor oder so durchkommt zum Beispiel, dann muss man den, glaube ich, schon webben, damit das funktioniert. Ne? Also wir wollen jeden nehmen. Wie gesagt, wir diskriminieren da nicht. Wenn dann ein Schlachtschiff kommt, ihr macht das Ding an, dann schießt das auf euch, dann seid ihr direkt tot. Das gehört zum Spiel. Zum Missverlust ist immer. Aber wir tun auf jeden Fall jeden stoppen. So, genau. Das nächste wäre dann die Damage-Reihe. Da müssen wir mal gucken, ob wir das wirklich so aufbauen wollen. Also S heißt Small und M ist Medium und L ist Large. Ne? Also dann so auf, also eigentlich müsste das 3 Kilometer daher heißen. Also Fregatten zum Beispiel, die, ne, so eine Assault-Fregatte habe ich zum Beispiel gestern gehabt. Die könnt ihr also auf 3 Kilometer bringen, die Türme, die Hybrid-Türme von der, auf die halt optimal schießt mit ihren Waffen. Gerade wenn dann ein Schlachtschiff kommt und ihr tut ihn noch 3 Kilometer umkreisen, das Schlachtschiff, dann ist das ganz nett, weil der euch nicht abknallen kann. Da wird eher die hintere Reihe dann sterben. Ja? Das Schlachtschiff mit den dicken Kanonen, den dicken Schiffen und uns ausschaltet. Also ich kann euch nicht sagen, welche Schiffe wir wirklich brauchen. Das hängt halt von den Zielen ab, also welche Damage-Dealer. Dann sind auf jeden Fall die Damage-Dealer. Die eine Reihe ist halt ganz vorne. Wenn die zu weit vorne ist und die eine Smart-Bomb zünden, sterben die wahrscheinlich auch alle. Ihr habt noch nie eine Smart-Bomb gesehen, aber die macht wohl riesen Flächenschaden am Jump-Gate. Und wenn die dann alle zwischen 0 und 3 Kilometer da sind, unsere kleinen Schiffe, werden die alle gleichzeitig ausgelöscht. Also von daher ist gut, eine zweite Reihe zu haben, wäre meine Idee. Plus eben, wenn der halt gescrambled und gewebt ist, das Ziel hier vorne, dann kann man mit den großen Türmen den optimal treffen von hinten. Ne? Genau. Und jeder hat halt ein kleines, gutes Schiff, aber so ein großes hat vielleicht jemand, der gerade PvE gemacht hat, hat man ja oft so einen Battlecruiser oder Battleship. Ne? Der kann sich dann hinten hinstellen, einen richtigen Umf zu verteilen. Genau. Ne? Also wenn die Damage-Dealer dann. Gefeuert auf den Freund wird allerdings erst, nachdem mit dem verhandelt ist. Ne? Also von der Grundlogik klappt das halt so. Der jumpt hier drüben auf die andere Seite. Ich frage, ob wir mit Spotter spielen oder nicht. Wenn wir einen Spotter haben, ne, der sagt dann: Hör mal, da kommt jetzt gerade ein großes Schiff. Wenn der sagt, da kommen 30 Schiffe, dann brauche ich gar nicht mehr warten, dass jemand antwortet, weil wir dann alle weg sind. Wir warten nicht, bis 30 Schiffe da durchkommen und uns abknallen. Aber auf jeden Fall, wenn er halt sagt, da kommt jetzt ein Schlachtschiff, ne, dann wäre es vielleicht ratsam, den weder zu bumpen noch zu scramble, noch zu webben und so weiter oder scramble auf Long Range zu benutzen und Vollgas zu geben, um im Kreis zu fliegen oder so. In jedem Fall, was ich sagen will, ist, wir könnten mit Spotter arbeiten, der das Schiff identifiziert und eine Vorwarnung gibt, damit wir kurzfristig unseren Plan abändern. Ne? Also vielleicht kommt ein Schiff, was Smart-Bomben hat, ja. Dann sollte man vielleicht nicht alle verteilt um das Jump-Gate stehen. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall könnten wir mit Spotter machen, der uns Meldungen gibt. Das Problem beim Spotter ist, glaube ich, dass der den vorwarnt unter Umständen. Und ihr könnt den nicht scannen, während der Spotter gecloakt ist. Ich habe ein Cloaking, also ich könnte mich als Spotter tatsächlich da hinstellen, aber ich kann ihn ja nicht scannen und euch vorwarnen, dass der mit was der kommt. Ich kann nur sagen, da kommt jetzt ein oder drei Schlachtschiffe oder ein Hauler oder irgendwas. Und da müsst ihr euch halt darauf dann quasi auf der anderen Seite einstellen, wie ihr das machen wollt. Ne? Wahrscheinlich machen wir dann auch Gruppenleader. Ja? Also die eine Gruppe ist Gruppe Damage, ja, der dann organisiert, wenn die Informationen bekommen. Die andere Gruppe ist, wie soll man das nennen? Bumper, Scrambler und Webber. Das sind dann die Tackler, ne? Also Gruppe Tackler, Gruppe Damage und dann die letzte Gruppe wäre dann der Spotter zusammen mit dem, der funkt mit dem und dem Salvage Logistik. Genau, Salvage Logistik. Also sagen wir es euch nochmal ganz kurz. Wenn der reinkommt, wie gesagt, wir funken den dann erst an, sagen den, hör mal, du musst nicht sterben, dein Schiff muss nicht zerstört werden und dein Klon muss nicht in Stücke gerissen werden. Du musst uns nur die Hälfte von deinem Wert zahlen. Also wir werden dann das Schiff analysieren. Wir werden gucken, was das Schiff per se kostet. Wir werden das scannen, wir werden die Cargo scannen. Wir werden vielleicht gucken, was das für ein Klon ist, der an Bord ist. Ich weiß nicht, ob man die Implantat des Klons sehen kann. Und werden das alles zusammenzählen
Und ungefähr die Hälfte von dem würde man als Loot wohl im Weltall finden, wenn man den zerstört. Dann kann man den sagen, hör mal, du zahlst uns nur die Hälfte, weil wenn der stirbt, ne, dann verliert er ja quasi 100%, außer er ist versichert, aber selbst dann kriegt er nicht 50% wieder. Also für ihn wäre das ein Deal, uns die Hälfte des Geldes zu zahlen, statt alles zu gleichzeitig zu verlieren. Und dann lassen wir noch weg, wenn er zahlt. Und wenn nicht, töten wir ihn halt. Ne? Und wenn wir ihn töten, dann ist dann diese letzte Reihe, das wäre dann selbst Logistik. Also Logistik wäre, dass man halt irgendwie Munition dabei hat oder Booster oder irgendwas, die man nachladen kann mit dem Rest der Flotte. Also es wird kein Großkrieg, das wird eine Stunde oder so dauern, die Aktion. Deswegen glaube ich nicht, dass wir Logistik brauchen. Theoretisch wäre das aber Logistik dann. Salvager ist wichtiger. Das heißt, wenn wir den getötet haben, muss ja jemand das Schiff salvagen, ne? Also ausschlachten und so weiter. Also wäre schon noch ein Schiff, was wir dafür brauchen. Das macht ja keinen Sinn, den zu töten, wenn wir nichts aufgabeln. Das wäre die letzte Reihe sozusagen. Genau. Und dann können wir also eine Gruppe mitbilden. Ja, das wäre auf jeden Fall im Moment mein Vorschlag, wie das funktionieren soll, das Ganze. Bedenkt, wenn ihr im Low-Sec jemanden angreift, dass ihr auch Security-Rating verliert. Aber es ist relativ wenig, ist die eine Geschichte. Also nichts Schlimmes. Ihr könnt das mit PvE wo wieder hochbringen ohne Probleme. Später, also ne, wenn ihr das Gruppel habt, dann nehmt lieber einen anderen Account oder macht nicht mit. Aber es sind wirklich nur ganz wenig Punkte, die man da verliert. Und das Ziel ist ja auch nicht, die zu töten, sondern wenn die ja durchkommen, ist ja das Ziel tatsächlich, die zu sagen, hör mal, zahl ohne zu sterben. Und dann verlieren wir auch kein Security-Rating. Ich weiß nicht, inwieweit der Bumper verliert, glaube ich, auch kein Security-Rating. Aber ich glaube, der Scrambler und der Webbler könnte sein, dass die welches verlieren, wenn die den Scrambler und Webben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, ne, also da müssen wir dann irgendwie durch. Zur Not können wir das auch durchswitchen, die Piloten, dass jeder ein bisschen nur verliert, Security-Rating. Aber das kann man im PvE dann wieder hochholen, ne, später. Genau, das wäre jetzt der ganze Plan. Mein Vorschlag wäre im Moment, dass wenn wir keinen Spotter von Anfang an haben, dass wir spätestens in der zweiten halben Stunde haben, den Spotter. Weil früher oder später fucken wir irgendeinen hier vorne ab, der Freunde hat. Und der sagt dann, hör mal, da sind gerade irgendwie 30 Noobs oder so, die keine Ahnung haben, wie Schiffe ausstattet und die Hälfte falsch gemacht haben. Kommt mal gerade mit. Und dann werden wir gemassakert. Und dann wäre es ab der zweiten Hälfte der Zeit, ne, aus Sicherheitsvorkehrungen ganz gut, dass man auf dem Jump Gate auf beiden Seiten, also vielleicht sowohl hier als auch hier, einen Spotter hätte, der sagt, oh, hör mal, da kommt gerade eine Flotte angeflogen und dann verdrücken wir uns ganz schnell. Wie gesagt, wir nehmen keine super teuren Schiffe mit, das soll dann nur Spaß machen. Also, deswegen könnte man auch ohne Spotter machen, weil der sitzt ja nur da und hat nichts zu tun. Ne? Da können wir uns ja dann überlegen, wie wir es anstellen wollen. Außerdem muss man aufpassen mit Spotter, wenn er kein Cloaking hat, wie gesagt, das ist auch schnell verraten. Generell muss man sagen, jeder, der darauf reinfällt, also bis auf die erste Person, ist selber schuld. Ne, ich habe es ja in einem anderen Video gezeigt, wie es Webseiten gibt, die zeigen, wo solche Jumpgate-Camps sind quasi, da gibt es ja mit Warnvormeldung. Da sind also Leute, die wir da erwischen, die aus irgendeinem Grund glauben, sie hätten es nicht nötig. Ja? Also ne, zum Beispiel ein Schlachtschiff, was gerade von der PvE-Mission kommt, das musst du ja nicht gucken, ob das gefährlich war, ist ja ein Schlachtschiff. Ja, solche Leute werden hart bestraft von uns, hart bestraft. Ja, ist nur, um das Spielwissen zu verbessern, natürlich. Genau, so, das wäre der ganze Plan. Also morgen Abend 18 Uhr, wie gesagt, wenn ihr ganz neu seid, seid ihr auch willkommen, kriegt ein Schiff von uns und alles, auch eine kleine Einführung, wie das funktioniert. Wir können das auch gerne einmal trainieren, ja, dass wir dann dahin fliegen und uns selbst anrempeln und einmal so einen Durchgang mit uns selbst machen. Genau, morgen Abend 18 Uhr, wir treffen uns bei mir im Discord, im Channel, kommt ihr einfach dann dazu, die ganze Geschichte. Und ja, dann hoffe ich, dass wir eine Menge Spaß haben. Und wenn das halt Spaß macht, wiederholen wir das gerne. Bringt das Geld am Schluss? Also was ich online lese, ist, dass das vom Geld her das normalerweise nicht unbedingt wert ist. Es kommt natürlich an, wie viele Schiffe kommen. Ne? Wir teilen dann gleiche Anteile mit jedem. Und ist auch die Frage, wie viel, was mit wem erwischen natürlich, nur dabei verrecken bei der Aktion. Ne? Also und da ist es ja schwer zu sagen, aber die gängige Meinung ist, glaube ich, dass diese Piraterie tatsächlich nicht so lukrativ ist. Das können wir dann morgen Abend abrechnen, wenn wir fertig sind. Wir werden dann wenn wir in der Flotte arbeiten, das dann alles einsammeln, das Geld. Und wenn das dann ausgeschlachtet ist, also Medium verkaufen wahrscheinlich und dann versuchen wir das irgendwie abzurechnen, ja. Genau. Ja, das wäre der ganze Plan. Also ich würde mich freuen, wenn viele mitmachen. Achso, und ich werde es versuchen, auf Video aufzunehmen, den ganzen Kladderadatsch mit Discord und so. Also wer videoscheu ist, kann dann leider nicht mitmachen. Ne? Ist wirklich einfach auch gucken, ob halt irgendwie failen das Ganze. Also ich stelle mir das so vor, der größte Fail wäre natürlich, wenn uns die dicken Hauler entkommen. Es gibt halt Hauler-Strategien. Wenn die da reingehen, die mit sowas rechnen und dagegen klarkommen. Ne? Also ist ja Low-Sec, das heißt, also da gibt es im Grunde genommen zwei große Strategien. Die eine ist halt, dass die getarnt da durchkommen wollen. Das verhindern wir aber, wenn da einer ist, den direkt aufdecken. Das andere ist mit dem Micro-Warp-Drive-Trick wohl, dass er dann direkt wegjumpt. Ne? Es gibt, glaube ich, noch so ein bisschen den dritten Punkt, obwohl das so ein bisschen der zweite Punkt, glaube ich, ist, wo der einen Bookmark schon vorgefertigt an einem Punkt hat, dass er dann rauskommt, dass er sofort auf den Bookmark jumpt. Ja? Aber wenn wir schneller als der reagieren, das ist wirklich ein Reaktionsspiel, glaube ich, können wir ihn trotzdem erwischen. Das hängt dann von unserem Tackle-Team halt ab, wie gut die Jungs sind. Ne?
Im Extremfall, wenn das zwei, dreimal passiert, dass die das nicht hinkriegen aus irgendeinem Grund oder wirklich zu gut ist und wegkommt, dann jumpt mal einer von uns da durch und setzt mal geradeaus ein Bookmark auf 100 Kilometer oder so und dann wartet da unser Schlachtschiff, wenn der dann dahin jumpt zum Escapen, hallo. Können wir uns auch angucken. Ja, müssen wir mal sehen, aber das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen zu advanced. Genau, ja, und ja, dann würde ich mich freuen, wenn sich viele, viele melden morgen. In dem Sinne, ciao, ciao.